Geschichte einer Organisation kann eine ähnliche Funktion haben wie die Geschichte eines Individuums, dass sie was fortschreibt und fortschreibt und fortschreibt. Aber oft hat es ganz andere Hintergründe und Zusammenhänge, die dann aber doch zusammen zu einem Zusammenspiel führen, das zu negativen Ergebnissen führt. Und auch da spielen natürlich sehr viele Player mit einer Rolle, und ich würde das dann immer kombinieren mit dem Rollenmodell der Persönlichkeit, in welchen Arten von Rollen, auf welche Arten von Bühnen wird da wie gespielt. Und die Einsätze, die Verabredung auf das, was hinten rauskommt, ist ja durchaus nicht immer nur psychologisch zu beschreiben. Ja, jetzt möchte ich ein Schwan höher gehen und sagen, jetzt habe ich euch ja vielleicht richtig Lust gemacht am Analysieren und Konfrontieren vom Spielen. Und der Transaktionsanalytiker lernt das und es geht dann wie mit dem Schraubenschlüssel. Wissen Sie, ich kann an keinem Rohr vorbeigehen, ohne zu gucken, ob es da nicht tropft. Na, haue ich dreimal mit meinem Schraubenschlüssel dagegen und tatsächlich. Das Erkenntnisinteresse und das, was man gerne macht und kann, nämlich Spiele analysieren und konfrontieren, ruft auch die Wirklichkeit wach, auf die sich das Erkenntnisinteresse richtet. Und es werden nirgends so viele Spiele gespielt wie in Transaktionsanalysegruppen. Sage ich jetzt mal ein bisschen frech. Und man kann sich das so erklären, that's the way to get attention. Ja, weil das eben auch eine Kulturvereinbarung ist, Spiele zu spielen, sie interpretieren zu lassen, einsichtig zu sein, und alle freuen sich an der Erweckung aus dem Skript, ist die Art, wie man in dieser Gemeinschaft Erfolg hat und als Mensch, der wirklich an sich arbeitet, gilt. Aber dazu brauche ich natürlich ein paar Spiele, wenn ich einfach nicht gar nicht sehr neurotisch bin, habe ich in einer Psychotherapiegruppe schwer, dann verdächtigen mich alle, was mir oft genug geschehen ist, verdächtigen mich alle einer total abgewehrten Frühstörung. Und falls sie in meiner ganz frühen Kindheit nicht zu finden ist, liegt es wahrscheinlich an einer intrauterinen Störung oder aus dem letzten Leben noch ein Rest. Ich sage das jetzt so ein bisschen, das schwingen immer noch leichte Verletzungen aus meiner Zeit als Mitglied von Therapiegruppen, weil ich in dieses Milieu mit der üblichen Art und Weise, wie man da sich als guter Patient gezeigt hat, nie sehr zurechtgekommen bin. Ich meine es insgesamt jetzt nicht, also nur so sarkastisch. Man muss sich nur klar sein, dass man wie beim Gerichtssaalspiel manchmal einfach die Art und Weise von Wirklichkeitsszenerie verlassen muss, dass das eigentlich die Lösung zweiter Ordnung ist. Ich möchte ein Beispiel daran machen. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass aus diesem Verantwortungsgedanken der Schifftheorie heraus haben wir gelernt, dass wir die Teilnehmer unserer Therapiegruppen konfrontieren, wenn sie zu spät kommen. Und konfrontieren, wenn sie zu früh weggehen und, und. Und ich hatte nie so viele Probleme mit Leuten, die zu spät gekommen sind oder sich früher davongeschlichen oder aus der Sitzung weggerannt sind, als in der Zeit, in der jeder damit rechnen konnte, dass ich das konfrontiere. Und irgendwann habe ich mich entschieden, ihr seid erwachsene Menschen, ihr kommt und geht, wann ihr wollt. Wenn jemand von mir Therapie haben will, dann bitte in der Sitzung und ganz ordentlich anmelden und alles andere beachte ich nicht und fertig. Und aus war es mit zu spät kommen. Und zu früh gehen und zwischenrein wegrennen. Und das muss man, und das ist einfach, ich sage nicht, dass das für alle Bereiche gilt, aber man muss immer darauf achten, dass durch die Art und Weise, wie man die Dinge abhandelt, man auch die Kultur der Dinge, wie man sie abhandelt, in den Vordergrund rückt und andere Aufmerksamkeitsbedürfnisse und andere Arten zu funktionieren der Menschen dadurch in den Hintergrund geraten. Und wenn dann welche gar nicht groß an Spiele interessiert sind, sondern die würden eigentlich gern sachbezogen, zukunftsbezogen, kompetenzbezogen arbeiten, dann fallen die zum Beispiel aus einer Gruppe raus, weil die diesem Ritus, wie man in der Gruppe sein Sozialleben pflegt, nicht entsprechen und auch nicht bereit sind, die Regeln zu lernen.
Also ich habe mich mal beworben um eine Psychoanalyseausbildung. Ich kannte die Regeln nicht. Der Professor Bräutigam mit psychosomatischer Klinik, Leiter, mit dem ich später lange Spaziergänge in Italien gemacht habe, er wusste nicht, dass ich früher mal bei ihm zur Bewerbung war. Ich bin da hingegangen und gesagt, ich will Psychotherapeut werden, weil ich gerne Menschen helfen möchte und weil mich Psychologie interessiert. Ich dachte, das ist doch ein klasse Entree, wenn du Psychotherapeut werden wolltest. Ich kann diese Szene nicht. Und er hat so gefragt, ja, ob ich denn nicht so Probleme im Leben hätte und so und so. Ich Probleme? Ich habe keine Probleme. Bin fit, ich kann anderen helfen. Ich wusste nicht, dass das das Knockout-Kriterium war. Weil um Psychoanalytiker zu werden, muss man analysefähig selbst sein. Das heißt, man muss an etwas leiden und aus dem durch Psychoanalyse errettet werden. Nur dann versteht man, was Psychoanalyse ist. Und da bin ich dann, Gott sei Dank, die meisten, also ich bin ja aus so vielen Sachen, in so vielen Bereichen nicht gelandet, was ich damals immer schlimm fand und im Nachhinein für eine Fügung des Schicksals halte. Also Spielanalyse kreiert Spiele und ich muss mir gut überlegen, ob ich das möchte. Ihr merkt das jetzt zum Beispiel hier. Dadurch, dass ich einfach sehr positiv eingeladen habe, man trifft sich hier rechtzeitig, um gemeinsam anzufangen und es ist was Schönes, das zu tun, gibt es hier kein Thema. Ne? Es ist erstaunlich, ohne dass ihr jetzt meint, ihr müsst es aus Disziplingründen tun, wie sich das in jedem relativ schnell zu einer Selbstverständlichkeit entwickelt. Man sieht zu, dass man rechtzeitig da ist und beginnt. Und so kann Kultur sein. Und es ist einfach sehr wichtig, dass man aus einer Bereitschaft, Abweichung von der gewünschten Kultur, nicht eine Kultur, die diese Abweichung zum Teil ihrer Selbstverständlichkeit macht, sondern dass man Kultur so gestaltet, dass das Positive in den Vordergrund stellen und selbstverständliche, intuitive, sich darauf zu orientieren, das Wichtigere ist und höchstens im Sonderfall man mal mit Abweichung und Störung dran geht, aber dass niemand auf die Idee kommt, dass das die Hauptbeschäftigung ist. Und das kann, also, und sonst verfängt man sich in einer Plausibilität. Innerhalb dieser Plausibilität macht man was sehr Gutes, aber man glaubt, das wäre dann die Wirklichkeit. Und ja, Metaspiele, ich habe es hier jetzt auch so ein bisschen sarkastisch formuliert. Wir finden verschüttete Traumata da, irgendein Missbrauch wird sich schon finden, verdrängte Gefühle hat jeder und unerkannte Delegation seitens der Eltern und sonst was auch. Lass uns das alles aufdecken und bearbeiten. Das ist eine Hydra mit 1000 Köpfen. Ich kann davon 500 abschlagen, es werden 1000 nachwachsen. Also wichtig ist, dass man eine andere Kultur, in der ganz andere Dinge wichtig werden, erzeugt. Dann wird sich das meiste davon erledigen, nicht alles. Es werden Dinge bleiben, die aber dann mit wohlüberlegten Sondermaßnahmen zusätzlich versorgt werden müssen. Und da ist insgesamt ein Problem im Feld, dass Psychologen halt gerne die Organisation, die sie versorgen, mit Psychologiekultur infizieren. Und denken, wenn sie ihre Kultur dort etablieren könnten, würde das der Lebenstüchtigkeit der Organisation auf jeden Fall gut tun. Das muss man sehr genau gucken, ob das stimmt. Und ich warne auch alle Kundenunternehmen, sagt, guckt auf, was für ein Kulturvirus ihr euch reinzieht mit den Beratern, mit wem ihr Kontakt habt. Nicht, dass ihr nachher eine Infektion habt, die euer Leben mit etwas beschäftigt, was nicht eurer Hauptfunktion entspricht. Von daher immer die Frage, ist der Umgang, der ausdrückliche Umgang mit Spielen notwendig? Ist er zum Kontext passend? Ist es wirklich relevant, damit jetzt umzugehen? Oder was sind die Alternativen? Und ich habe das schon so oft erlebt, also gerade in den 70er, 80er Jahren sind ja dann viele Teams in den Organisationen auf Psychotrip gegangen und Gruppendynamik und was wir alles hatten. Und ich habe das so oft erlebt, dass sie sich damit auch zunehmend mehr beschäftigt haben als mit ihrer sachlichen Arbeit und der Entwicklung ihrer Strategien. Und habe dann eher mal Fragen gestellt, also so,
bei uns liegen Leichen im Keller und wir haben Dinge unterm Teppich und wir haben schon 3 Seminare gemacht und man spürt immer noch, dass es da ist, aber wir haben es immer noch nicht rausgefunden, was es ist, wo es ist und wer wie arbeiten muss, dass das endlich wegkommt. Dann meine völlig respektlose Gegenfrage: und angenommen, wir hätten es gefunden, was steht denn dann an? Ja, wir müssen dringend mal die Strategie überarbeiten. Wir sagen, okay, wollen wir vielleicht damit mal anfangen und gucken und siehe da, wenn das dann gelingt, in eine gute, konstruktive Arbeit reinkommt, dann kommen die Leute aber an andere Herausforderungen. Da denke ich auch wieder adlerianisch. Der sagt, viele Neurosen sind das Vermeiden von Herausforderungen und sind durch die genährt. Also sie sind mit Fantasien, die auch manchmal schon mittlerweile Erkenntnisse sein können, verbunden, dass ich einer Anforderungen zu wenig zeitgemäßes und meiner Persönlichkeit und meinem professionellen Stand und meinem Honorar gemäßem zu bieten habe. Und ich vermeide die Erkenntnis, dass ich einer Anforderung nicht genüge und entsprechende Qualifikation und Weiterentwicklung machen müsste und die Dinge. Und aus diesem Vermeiden heraus entstehen jede Menge Folgeprobleme, die dann tatsächlich neurotische Störungen aussehen. Nur wenn ich die neurotische Störung bearbeite, anstatt zu fragen, und an welcher Stelle muss ich eine Anforderung wieder aufnehmen, und wenn ich die gesund beantwortet habe, dann verlieren sich alle als Folgeprobleme sich entwickelnden neurotischen Störungen. Das finde ich ein sehr hilfreiches adlerianisches Denken. Adler. Alfred Adler. Von dem gibt es auch einen sehr schönen Spruch, den ich habe leider nicht mehr gefunden, wo ich ihn her habe. Fritz Simon hat mich schon gefragt. Aber von dem gibt es einen wunderschönen Spruch, was Therapie betrifft. Gute Therapie ist, wie wenn man jemanden in die Suppe spuckt. Er kann dann zwar weiter essen, aber es schmeckt ihm nicht mehr. Und das hätte Fritz Simon so gerne zum Motto eines Buches gemacht, aber ich konnte nicht den ganzen Adler nochmal lesen, um das wieder zu finden. Also wir haben es nicht wieder gefunden, aber ich bin ziemlich sicher, dass es von Alfred Adler war. Gut. Das wäre dann auch Zeit mal für eine Pause. Von daher interessiert natürlich immer sehr viel mehr als die Konfrontation von Spielen, die Prävention von Spielen. Wie kann eine Kultur entstehen? Wie kann eine persönliche Steuerung entstehen, die Spiele möglichst wenig wahrscheinlich, wenig sinnfällig und wenig auf seltsame Weise befriedigend macht? Und da gehören ein paar sehr normale Dimensionen dazu, wenig Grandiositäten. Da kommen wir nachher noch beim Schiffchenansatz zu dem Begriff der Grandiositäten. Also, dass man versucht, doch eine gewisse Maßtreue in Beschreibung von Wirklichkeit zu halten. Dass man sich nicht so leicht erlaubt, manche Dinge aufzubauschen und andere Dinge runterzureden, sondern dass man doch eine gewisse Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit versucht, sich dazu zu erziehen. Mein Problem ist dabei nicht das Moralische. Warum soll man nicht auch mal was aufbauschen? Das tut die Literatur überall, um dramatische Effekte und Erlebnisse zu erzeugen. Das Problem ist nur, wenn man selbst anfängt zu glauben, die Welt wäre so, weil man sich dadurch in Schieflagen hinein bewegt, aus denen heraus dann auch zum solche Spiele genährt werden. Und dass man lernt, Illusionen als solche zu identifizieren. Utopien sind prima. Einer meiner Sprüche heißt ja, Utopien bringen mich auf den Weg. Illusionen machen mich passiv. Weil ich habe Richard Erskine, einer meiner Lehrer, hat mal eine schöne Sache auf mich auf schöne Sache hingewiesen, die ich sonst nirgends gefunden habe. Der nannte das Pre-Game Analysis. Der sagt, eine Art, wie ich mit hoher Wahrscheinlichkeit später in einer Opferposition lande, ist, wenn ich Bedürfnisse und Interessen für mich zu Notwendigkeiten stilisiere.
Und ich habe gerade vor kurzem in der Gruppe jemanden getroffen. Das ist jemand, der die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Unternehmen, in dem er die Dynamiken für denjenigen sehr schwierig waren und ihn sichtlich in Dilemmata blockiert hat, der dann einfach sagt, ich finde dieses Unternehmen geil und deswegen kann ich das nicht verlassen. Da wird aus einem einfachen Interessenlage wird eine Notwendigkeit stilisiert, die dann eben auch eine der Mauern des Gefängnisses, in dem man sich dann befindet oder in das man hineingeraten wird, bewegt. Und da ist es dann wichtig, dass man sagt, ich möchte unheimlich gern anerkannt werden von anderen, aber es ist im Moment nicht absolut lebensnotwendig. Dadurch erziele ich Spielräume, um das Beste zu tun, mein Bedürfnis zu befriedigen, meinen Interessen zu folgen, aber dass es trotzdem kein Untergang ist und ich nicht hochpokern muss und auf Gedeih und Verderb agieren muss, wenn das eben sich nicht so leicht verwirklichen und entwickeln lässt, wie das meinen Bedürfnissen, meinen Wünschen entspricht. Generell kommt dann auch noch dazu, dass ich, erinnert euch an den Abschluss der letzten Sequenz, wer begegnet sich eigentlich? Es begegnen sich eben auch Mythologien und man kann sich auch Spiele jetzt ganz unabhängig von negativen Dynamiken auch einfach als kleine Inszenierung von mythischen Spielen vorstellen. Und dazu ist wichtig, dass ich ein bisschen meine Mythologie kenne. Also dazu gehören die Skriptgeschichten, da gehen wir morgen früh dann nochmal dran. Also die Idee, meine Mythologie ist, zu meinen Skriptgeschichten gehören, ich möchte ein Prediger sein, aber keiner hört wirklich auf mich. Ich möchte aber doch, Moses ist eine wichtige Figur, als mythologische Figur in meinem Leben, ich möchte doch irgendwelche Qualitäten, die das, was Moses für mich sind, und ich habe mir die Figur ja gewählt, weil irgendwas in mir ist, das sagt, das bebildert etwas, was mir zumindest wichtig wäre zu entwickeln, dass ich darüber was weiß, um mir zu erklären, warum ich in bestimmte Arten von schwierigen Situationen immer wieder reingehe, warum sie manchmal neurotisch entgleisen, warum sie manchmal auch einfach nur nicht gelingen und ich sie neurotisch verarbeite, warum sie manchmal gelingen und ich da vielleicht übermäßig eine Illusion nähre und nicht auf dem Boden bleibe und damit wieder die Voraussetzung schaffe für künftige Schwierigkeiten und. Also Selbsterkenntnis gilt ja generell, ist immer eine wichtige Voraussetzung, eigene Anfälligkeiten und Neigungen zu kennen. Dann kann ich auch, wenn etwas sich ereignet, von dem ich weiß, das gehört nicht zu meinem Repertoire, mit größerer Berechtigung und Wahrscheinlichkeit sagen, ich bin im Moment sozial, ich gebe soziale Resonanz auf die Mythenentfaltung anderer und eine gewisse Objektivität wird dadurch einfach gestärkt. Generell, das ist jetzt gar nichts Besonderes, das ist geradezu banal, ich muss lernen, auf sinnvolle und maßvolle Wirklichkeiten Wert zu legen. Also, und ein vernünftiges Leben zu führen, in dem einfach meine Bedürfnisse und Interessen sich auf normale und ordentliche Weise befriedigen lassen. Umso weniger setze ich dann auf solche Dramata da. Generell ist wichtig, wenn man den Boden für Spiele, den Spielen den Boden entziehen will, ist das dass es keine wenig Tabus in Gruppen gibt, dass Dinge, die sind, dass man die anspricht, dass man sie konfrontiert im Sinne von, so sehe ich das, wie siehst du das, lass uns drüber reden, echter Dialog. Aber auch da, wie vorher erwähnt, kann es natürlich unter dem Motto, bei uns gibt es keine Tabus, kann man also jede Menge Doktorspiele auch veranstalten, die dann wieder in die andere Kategorie gehören. Also auch da gibt es nie eine einfache Lösung, sondern da muss man Maß halten. Und generell gilt dazu, und deswegen spielt das bei uns so eine große Rolle in unseren Curricula, man muss im Laufe der Zeit eine positive und realistische Vorstellung davon gewinnen, wer man professionell ist. Dann hat man einfach eine gute Ausgangsbasis und ist viel weniger gefährdet,
sich irgendwelchen illusionären Vorstellungen, wie man sein könnte, dann auszuliefern und den Boden unter den Füßen zu verlieren, wenn man gut unterwegs ist und auch durchaus erfolgreich unterwegs. Und dass man was kann. Sehr viele Spiele werden gespielt, weil man einfach nicht genug kann, was anderes zu machen. Und wenn man dann hauptsächlich Spiele analysieren kann, kann es kritisch werden. Ein bisschen was Theoretisches noch dazu, nur zur Erwähnung nochmal. Nie vergessen, das Leben ist ein unendlicher Fluss und die sogenannten Spiele sind ein willkürliches Herausschneiden. Wir sagen ja, ein Spiel fängt an und ein Spiel endet. Das ist natürlich eine, wie Watzlawick sagen würde, Interpunktion der Ereignisfolgen. Und dann gibt es ja die ganz kleinen Sequenzen und die großen Sequenzen. Es gibt komplex ineinander verschachtelte Spiele. Man weiß dann gar nicht, wo eigentlich die Spielbegriff aufhören und der Skriptbegriff beginnen sollte. Da habe ich in diesem Kapitel über Beziehung einiges geschrieben. Wo ist der Wind? Ja, da habe ich ja darauf hingewiesen. Da sind die Entwicklungsstufen der Spieltheorie nochmal deutlich gemacht. Ich habe dort nochmal aufgezeigt, warum es nicht möglich ist, etwas blumig immer behauptet wird, um die Konsistenz der TA zu propagieren, dass die verschiedenen Arten, Spiele zu analysieren, ineinander übersetzbar wären. Das stimmt einfach nicht. Dort habe ich das, was ich jetzt sehr ausführlich erzählt habe, auch schriftlich da, die verschiedenen Blickwinkel für Spiele und da auch diese wirklichkeitskonstruktive Betrachtung. So, das waren Spiele, relativ gut in der Zeit. Bin selbst erstaunt, wie viel an belebendem, illustrierendem Material mir während das dann einfällt. Ich erlaube mir dann das auch durchaus auch mal ein bisschen so ins Sarkastische, Persönliche oder Anekdotische zu gehen, aber ich wurde auch ermutigt, das zu tun, weil es ist erlaubt, dass doch relativ viele Theoretische auch irgendwie ganz gut, das geht dann besser runter. Okay, bis nachher dann, wir machen jetzt, wie lang? 20 Minuten? Oder braucht ihr eine halbe Stunde jetzt? 20 Minuten? Also 5 Minuten nach 11 geht es dann hier weiter. Jetzt gibt es gleich noch ein Stück Film, aber ich würde jetzt in der Pause angesprochen an diese der Sprache der Transaktionsanalyse, dass für manche doch immer noch schwierig ist oder schwierig bleibt, Dinge ein Spiel zu nennen, so wie wir es jetzt hier dargestellt haben. Bei der Gelegenheit möchte ich einfach mal sagen, dass wir am Institut seit vielen Jahren von Ausnahmesituationen abgesehen überhaupt keine TA-Sprache verwenden. Die am Institut sind, vielleicht nicht klar. Das ist hier eine Sondersituation. Ich stelle die ganze TA-Welt und damit ihre Sprachwelt nochmal dar. Wir haben uns aber von dieser Sprachwelt am Institut verabschiedet. Wir verwenden die Denke und die Konzepte, haben die aber in eine andere Sprache überführt. Die Lehrtrainer verwenden manchmal an bestimmten Punkten, wenn sie einen entsprechenden TA-Hintergrund haben, Ausschnitte davon, aber das ist nicht unsere Hauptsprache, sondern wir haben gar keine feste Sprache. Wir verwenden normales Deutsch. Und ich bin ziemlich sicher, dass in den letzten 10 Jahren das Wort Spiel im professionellen Kontext, so wie es hier gemeint ist, nie in den Mund genommen habe. Unterwegs sein. Ja klar, natürlich haben wir unsere Spracheigenheiten, das ist ja ist klar. Und wir haben natürlich ja auch diese, also das für die, die zum ersten Mal da sind, möchte ich das nochmal sagen. Ich arbeite jetzt die TA-Welt auf, und ich also meine natürlich, und führe immer nur an die Stelle, wo sich dann die ISB-Konzepte daraus sehr komplex entwickelt haben. Die stelle ich hier aber praktisch nur noch streiflichtartig dar. Die findet ihr dann in den Büchern und auf dem Audio- oder Video-ISB-Konzepte kompakt. Also nicht, dass da für die, die uns nicht kennen, der Eindruck entsteht, das ist jetzt ISB-Welt.
Das ist Aufarbeitung meiner TA-Geschichte. Und für die, um die, das, was daran wertvoll ist, für die, die es interessiert, gut weiterentwickelbar und radierbar zu machen. So, zum Thema Rackets, Spiel, symbiotische Beziehungen, magisches Denken und so weiter werdet ihr jetzt in der nächsten Sequenz unseres Videos reichlich Anschauungsmaterial kriegen. Hallo, hier bin ich doch, in dem Fass. Ich bin bloß geschwind auf den Stuhlen aufgestiegen und habe mal geguckt, ob da einer zum Retten ist. Aber dass ich das bin, hätte ich nicht gedacht. Hallo, hier bin ich doch in dem Fass. Man erkennt mich gleich, ich hab Schuhe an. Hallo, ich steig nie mehr auf einen Stuhl. Aber erst, wenn ich wieder draußen bin. Hallo, hier bin ich doch in dem Fass. Ja, hallo, ich komm ja schon. Hallo. Hallo. Na weißt, ich bin bloß geschwind auf den Stuhlen aufgestiegen und guckt, ob da einer drinnen liegt. Und liegt einer drin? Ja, erst nicht, aber später dann schon. Hallo! Hallo! Bin der mit dem Schraubenschlüssel? Ich bin der in dem Fass. Du pass auf, wenn du irgendwo mal Probleme hast. Brauchst bloß rufen. Du, das ist gerade geschickt, es war nämlich so. Ich bin bloß mal geschwind auf den Stuhl aufgestiegen und habe einmal da reingeguckt. Ja, man steigt ja auch nicht auf den Stuhl, Mensch. Da könnte ja ein Fass in der Nähe sein. Mensch, dabei habe ich bloß geguckt, ob da vielleicht ein Fass in der Nähe steht. Ist aber dann doch eins da gestanden. Eben, verstehst du? Es steht nämlich fast neben jedem Stuhl steht ein Fass. Die meisten wissen es bloß gar nicht. Mensch, wir lassen da einen Stuhl rumstanden. Na, weiß man doch, dass das gefährlich ist. Das ist ganz einfach. Das war wahrscheinlich der, dem das Fass gehört. Hat er sich gedacht, stell ich einen Stuhl daneben. Vielleicht steigt einer drauf, guckt nunter, fällt nein in das Fass. Na, bescheuert, wenn der drauf aufpasst. Aber du, ich hab das gar nicht willen, weißt du? Ja, du, da kannst du aber fragen, wen du willst. Also, die meisten, die in einem Fass drin liegen, die haben das nicht willen. Papa, pass mal auf, es war nämlich so. Ich bin bloß mal geschwind, bin ich mal geschwind, komm mal geschwind, mal auf den Stuhl aufgestiegen. Weißt du, ich hab das gar nicht willen. Ich bin bloß mal geschwind, komm mal du. Du! Hä? Bei mir tropft's. Was? Bei mir tropft's. Du, da geht's dir genau wie mir. Bei mir tropft's auch schon die ganze Zeit. Ja, aber du, bei mir tropft's in das Fass. Ja, dann sei doch froh, du hast wenigstens ein Fass. Ich steh da mit meinem Schraubenschlüssel völlig allein da. Ja, aber du, ich geh gern raus, bevor's voll ist. Da brauchst du doch keine Angst. Na, jetzt wo du da bist, hab ich doch keine Angst. Warte, da kommst du von ganz allein wieder raus. Na, natürlich, jetzt wo du da bist, komm ich von ganz allein wieder. Halt? Wieso von ganz allein? Hallo? Hallo, hier bin ich doch in dem Fass. Mensch, ich steig nie mehr auf den Stuhl. Hallo? Hätte niemals gedacht, dass ein Stuhl so gefährlich ist. Ja, du meinst, wieso du von allein wieder? Also ich kann auch nichts dafür, aber weißt, nach 3 Tagen schwimmst du sowieso wieder oben. Hallo? Ich bin bloß mal geschwind auf den Stuhl aufgestiegen. Mensch, wieso steht denn da ein Stuhl rum, wo ich aufsteig? Hallo, hier bin ich doch in dem Fass. Ich bin bloß mal geschwind auf den Stuhl aufgestiegen. Ist ja recht, ich komm ja schon. Da nehmen wir mal, ha? So, jetzt pass mal auf, du bist so schnell aus deinem Fass draußen, das glaubst du gar nicht, so schnell geht es. Pass auf, ganz ruhig, ganz ruhig. Wenn ich da bin, ist gleich alles vorbei. Du kannst rauskommen, der Stuhl ist weg. Aber ich bin noch da. Ich bin bloß geschwind auf den Stuhl aufgestiegen. Hallo! Aber du, er ist doch weg, jetzt komm doch schnell raus.
Ich steig nicht mehr auf den Stuhl. Bitte, wenn du eben nicht willst, dass mir der hilft, dann stell ihn eben wieder hin. Bitte, bitte. Verstehst du, kann ich auch. Du, hier kann man nicht. Hallo? Hier kann man ja überhaupt nicht. Hallo? Hallo? Ja, hallo, hallo, hallo. So schön wie du möchte ich's auch mal lassen. Den ganzen Tag im Fass rumliegen und immer bloß Hallo rufen, Mensch. Ja, guck dir das mal an, Mensch. So ein Stuhl ist nämlich gefährlich. Jetzt mal ganz ruhig, pass auf. Da ist der Schraubenschlüssel. Da ist der Stuhl. Und zwischendrin bin ich. Das ist ganz einfach, das ist ein kleiner Schritt für die Menschheit und der Rest macht meinen Schraubenschlüssel. Pass mal auf. Hallo? Da gehst du einfach schnell darüber. Hallo? Hallo, hallo, jetzt hör doch mal mit dem ewigen Gehallo auf da. Du liegst in deinem Fass, aber die wahren Probleme des Lebens spielen sich wo völlig anders ab. Es gibt eben Probleme, mein Lieber, da musst du durch. Hallo? Hallo, hör endlich auf. Die wahre Tragödie des Lebens spielt sich eben nicht in deinem Fass ab. Ich bin bloß mal geschwind auf den Stuhl aufgestiegen. Auf den Stuhl aufgestiegen? Das ist nämlich gefährlich, so ein Stuhl. Jetzt pass mal auf. Du passt jetzt der Hanna am besten mal auf, dass da nicht noch einer reinfällt. Wenn wieder mal was ist, dann rufst du mich halt. Ich nehme mich fertig, so ein Stuhl. Hallo? Hallo? Hier bin ich doch! Hier bin ich doch in den Fass! Ich bin bloß mal geschwind auf den Stuhl aufgestiegen. Mensch, wenigstens tropft's nicht mehr. Ja, so. Das ist der einzige Trost, den, glaub ich, manchem Kunde bleibt, nachdem die Maßnahmen nicht ganz so erfolgreich waren und der Berater sich in der Organisation seiner eigenen Struktur völlig verstrickt hat. Interessanterweise reicht es manchen Kunden. Man weiß ja nie, als Bildungsmensch, weiß man, insbesondere wenn man Menschen in ein bestimmtes Bildungssystem neu einführt, dann will man ja, dass sie erstmal alles andere eine Weile lang vergessen und dann lernen die in einer neuen Sprache nach und nach ein bisschen von dem, was sie in ihren sonstigen Sprachen sowieso schon längst wissen. Und das ist immer ein Verdummungseffekt, der mit Bildung einhergeht und man weiß nie, ist jetzt hat jetzt Entwicklung stattgefunden durch Bildung oder hat der Verdummungseffekt nachgelassen? Und die Leute lernen auch in der neuen Sprache, sich langsam an das zu erinnern, was sie vorher auch schon wussten und halten das für Bildungsfortschritt. Also haben wir immer ein bisschen ein Beurteilungsproblem. So, wir machen jetzt gerade Richtung Beziehungen weiter. Und da speziell dieses hochinteressante Gebiet der Symbiosen. Und auch da mache ich es jetzt wieder so, also das ist ja ein Bereich aus der Schiffschen Psychologie, die ich ja jetzt ja mehrfach schon würdigend erwähnt habe. Und auch stelle ich jetzt zunächst mal erst dar, wie die es verwendet haben. In ihrem Zusammenhang und wie ich dann aufbaue in eine Konzeptionalisierung für Verantwortungssysteme und Verantwortungsdialog ganz allgemein. Symbiosen bei Schiff et al. Zunächst mal ganz vereinfacht gesprochen: Menschen suchen durch Mitnutzung anderer eine ganze Person zu sein. Durch Vermeidung von Selbstständigkeit und Vollständigkeit und durch die Vermeidung von Verantwortung dafür, dass man eigentlich für das ganze Spektrum seines Lebens verantwortlich ist,
suche ich jemand, der Bereiche, die ich glaube, nicht abdecken zu können oder nicht abdecken will oder nicht verantworten will, aus dem jeweiligen Bezugsraum meist irgendwie nachvollziehbaren Gründen, ja, nicht aus Böswilligkeit, die mir zusammen helfen, doch Anteil an einem breiteren Spektrum und am ganzen Leben zu haben, die mir möglich machen, ohne mich selbst da an die Grenzen meiner Möglichkeiten zu entwickeln, trotzdem irgendwie das ganze Spektrum zur Verfügung zu haben. Und dazu suche ich andere Menschen, in dauerhaften Beziehungen oder situativ, die mir helfen, zu ergänzen, was ich selbst nicht aktualisiere oder entwickle. In den klassischen Diagrammen dargestellt, sieht es dann immer so aus. Und ich erinnere euch an den therapeutischen Kontext der Schiffs, wo solche Dinge natürlich eine Rolle gespielt haben. Das heißt, jemand versucht, und das wird dann dort so interpretiert, durch massiv psychotisches Verhalten sich selbst in eine aus seiner Kindheit erwachsene, untaugliche Wirklichkeitssicht und Unverantwortlichkeit zu ergehen, die andere zwingt, Vernunfts- und Orientierungsleistungen für sie ersatzweise zu bringen. Das an sich ist jetzt noch keine Symbiose, wenn die anderen das tun, weil es nicht vermeidbar ist, aber selbst eine Ganzheitlichkeit leben. Eine Symbiose wird es dann, wenn der andere sozusagen alles, was kindliche Ausdrucksqualitäten, spielende Ausdrucksqualitäten, surreale Ausdrucksqualitäten, ungehemmtes Äußern von Bedürfnissen, Gefühlen, von Ängstlichkeiten und Ähnlichem ist, bei sich selbst ausschließt, ihr erinnert euch an Ich-Zustandspathologien, und Ersatz, also auch sein Leben vollständiger macht, indem er dem anderen die Ergänzung liefert. Und so, wenn man es jetzt rein grafisch anguckt, sind da alle drei Ich-Zustandsbereiche jetzt funktional gedacht eben vorhanden, auf zwei Menschen verteilt, die beide Torsos sind, wenn sie nicht zusammen auftreten. Und dann gibt es, das kann man jetzt in dem Schema, das ist nicht sehr erhellend, aber kann man das jetzt einfach nach verschiedenen Typen dann aufteilen. Links haben wir eine Symbiose, bei der überhaupt keine angemessene Wirklichkeitsorientierung da ist, sondern von daher sind die auch kein vollständiger Mensch, sondern die versuchen über ein Kindlichkeits- und Elterlichkeitsbündnis einen kleinen Kosmos zu schaffen, in dem sie sich notdürftig bewegen und beide spalten jetzt sehr viel Wirklichkeitsbezug sonstiger Art aus, ab. Also sie sind in einem Ich-Zustandsbereich fixierte Persönlichkeiten, in Ich-Zustandspathologie gedacht. Oder, und das hat jetzt schon ein bisschen mehr Praxisnähe zum Beispiel auch zum Organisationsbereich, dass der Wirklichkeitsbezugsbereich vorhanden ist, aber irgendwie aufgeteilt wird. Also in der Personalabteilung, die machen die hoheitliche Funktion und zum Teil die sachgerechte Verwaltung von Humanressourcen, und der Personalentwicklerin überlassen sie die Betroffenheit und den Krebs, wie man möglichst gut dabei mit den Menschen umgeht. Das wäre jetzt der Versuch. Und zusammen versuchen die ein einigermaßen vollständiges, vernünftiges Umgehen mit Menschen zu realisieren, das aber sehr leicht rudimentär werden kann, weil es natürlich auf verschiedene Instanzen verteilt ist und wie wir alle das ja kennen, dass die Hard-Factor-Gestaltungsmittel, deren sich die einen mehr bedienen, und die Soft-Factor-Gestaltungsmittel, deren sich die anderen mehr bedienen, getrennte Foki und Aufgaben haben, anstatt auf dieselbe Fokus und auf dieselbe integrierte Aufgabe auch integriert eingesetzt zu werden.
da ist in sehr, sehr vielen Unternehmen noch sehr, sehr viel Entwicklungsbedarf. Ich glaube, das hat sich leider in den letzten 25 Jahren nicht sehr geändert. Man hat ein bisschen mehr Bewusstsein darüber, dass man nicht mehr in aller Unschuld die einen Strukturen